So, liebe Freunde, dann geht es hier auch schon weiter mit Age of Mythology. Ja, wir sind beim letzten Mal hier in der Mission stehen geblieben. Jetzt heißt es erstmal alles zusammen oder was überhaupt geht. Prostagma. Nee. So, schauen wir mal, was wir hier zusammenbekommen können. Wir sind fleißig dabei, hier abzubauen, Holz und so weiter. Oh, da haben wir noch Stallungen. Prostagma. Prostagma. Ah, das sind Bogenschützen, die können hier noch schön dazu. Hier können wir allerdings mal anfangen zu bauen. Esto. Der sollte anfangen, hier ein paar Türme zu bauen. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Proceche esto. Prostagma, orthos. Leje. So, alles auf Stufe 1 gesetzt. Ja, ich habe heute schon angefangen und bin einem Wunsch nachgekommen, was mein PC-System angeht. Da hatte sich jemand gewünscht, ob ich da mal ein bisschen zeigen kann, beziehungsweise erklären kann, was ich denn so am System habe. Ja, dem bin ich jetzt nachgekommen, wie gesagt. Hab das Ganze in eine Special-Folge rausgehauen und ja. Heute auch live gestellt. Also seit 17 Uhr wisst ihr, was der gute Romi hat, an System hat. Und. Noch eine Erklärung zu den ganzen anderen Sachen, die ich da habe. Okay, Dorfzentrum vom Verbündeten. Können auf jeden Fall mal ein bisschen mehr an Esel bauen. So. Müssen wir auch mal gucken. Können wir hier unten hin eiern lassen? Ja, wenn ich jetzt ein bisschen redefauler bin, hat damit zu tun, wir haben jetzt ein bisschen am Abend. Bin ziemlich geschlaucht, meine Allergie hat mich ziemlich im Griff und ja. Werde jetzt noch ein bisschen die Age of Mythology spielen, weil ich ja versprochen habe, die Story soweit auch durchzuzocken. Mal gucken, wie weit wir da kommen werden. Heute oder morgen. Nee. Irgendwie komme ich dem Versprechen nicht so ganz nach, was im Urlaub Aufnahmen, wo nur geht, angeht. Meister. Da hänge ich irgendwie total nach. Können jetzt aber schon mal zwei mehr bauen. Etimos. Volume. Volume. Prostagma. Volume. Komm, schlachte mal ein bisschen. Die könnten versuchen, Ställe direkt hinter der Front zu bauen. Ich könnte es natürlich auch sein lassen. Ich müsste hier auf jeden Fall noch ein paar Türme hinsetzen und hier noch ein paar Türme hinsetzen. Leje. Ich sollte mal zusehen, dass ich auf jeden Fall, na komm, mehr Essen bekomme auf jeden Fall. Ein paar mehr Türme zusammenbekomme. Holz brauche ich, um das endlich mal ein bisschen anzuheben.
Na komm, mach hin. Etimus. Kannst du den mal damit machen? Brosseche. Kann hier unten noch ein bisschen bauen. So. Etimus. Malista. Lege, Vulome. Prostagma. 200 Holz für einen Turm. Na super. Werde ich hier auf jeden Fall noch einiges fällen müssen. Da werden wir hier noch einige Türme brauchen, ne? Wenn er hier einfach so durchspazieren kann, ist natürlich blöd. Komm her, Madame. So, jetzt können wir aber hier auf jeden Fall noch einen Turm hin. Volume. Wenn wir den dann haben, müssen wir gucken, dass wir hier noch irgendwo einen hinsetzen. Aber das dürfte jetzt eigentlich schon gehen. 100 Gold. Haben wir hier noch einen Turm hin? Dann macht man hin hier. Prostagma. Prostagma. Ist nur der eine, okay. Ne. Die beiden, die hier bauen. Ja, dann lassen wir sie erstmal bauen. Die Hütten sind schnell fertig. Prosseche. Malista. Da ist der Turm. Lege. Oh, hier auf jeden Fall noch einen Turm hin. Müssen wir hier vorne noch absichern und dürfte es soweit okay sein. Denke ich einfach mal. Der Reiter wird irgendwo von hier oben kommen. So, dann haben wir das schon hochgestuft schon mal. Da kommen wir noch besser voran hier. Prostagma. Vulome. Sichtweite von den Türmen ist auch erhöht. Oh, da ist noch Gold. Oh, da ist sogar richtig viel Gold. Brosseche. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hier ein Stück weiter oben. Nee. Noch ein paar Türme hinzusetzen. Das Gold hier auf jeden Fall auch abbauen können. Prostagma. Prosseche. Das ist soweit fertig. Esto. Hier noch einen hin. Lege. Hier geht's noch weiter.
Esto. Ah, okay, ich verstehe. Auch noch ein Turm. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch einen Turm hin ordern. Egal wie. Ein bisschen Holz kaufen auf jeden Fall. So. Siehst du, da konnten wir schon so weiter. Der schon abgedreht hat. Der da wohl irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Prostagma. Und der könnte mal hier anfangen, ein Feld anzusetzen, ne? Auch fertig. Hier unten können wir gleich noch einen hinsetzen. Also hier auf jeden Fall. Esto. Sehr gut. Können wir den gerade noch reparieren lassen hier, komm. Leje, Wulome. Lagerplatz für alle Arten von Nahrung, Holz und Gold. So, dann komm mal her. Ne. Prosehe, ne. Malista. Na komm mal hin. Metalefs. So sieht's aus. Der ist fertig. Hier der nächste Turm hin. Malista. Müssen wir rundherum erstmal abgesichert sein. Da kommt jetzt einer. Der wird jetzt sowieso sterben. Oder auch nicht. Schauen wir doch mal, ne? So, und dann würde es, glaube ich, an der Zeit, da wäre es an der Zeit, hier mal ein bisschen Infanterie zu bauen. Esto. Damit auf jeden Fall mal ein bisschen Action betreiben können, ihr wa? So, den Helden hier noch hin. Prostagma. Sehr gut. Malista. Ah, cool, die ist auch fertig. Gut, sehr gut. Ja, Tempel brauchen wir denn jetzt gleich noch, wa? Etimi. Ein Tempel, 100 Holz, oha. Na komm, die werden wir wohl jetzt zusammenkriegen hier. Geht doch. Wulome. Leje. Na komm mal hin. Etimi, ne. Mr. Tempel. So, den haben wir.